Deswegen will ich ein bisschen mehr Musketiere haben. Einfach damit wir höhere Chancen haben beim Angriff auf diesen Turm. Oh, und Ramirez hat kein Gold mehr. Wir können uns ja mal ein bisschen so lange Ramirez ansehen. Hier hat er Holzfällerhütten, die nichts mehr, fast nichts mehr an Holz haben. Bäckerei, ist klar. Auch eine Metzgerei, das heißt hier hinten. Oh, er hat einen Förster. Und er hat Prestigegebäude. Hier hat er Mühlen auf der kleinen Insel. Für Mehl. Ja, das ist ein Goldbergwerk. Ja, und seine Münzbäckerei und eine Metzgerei. Noch eine Münzbäckerei. Er hat Bäcker. Und hier oben sah mal so aus, als ob da ein Steinmetz war. Oh, hier unten hat er noch Gold gelagert. So, 4 Soldaten noch. Und noch 3 Soldaten. Also noch 10 Münzen müssen geprägt werden, weil 2 haben wir und 12 brauchen wir. Und ja, die müssen gerade darauf warten, dass sich ihre Wildbestände erholen. Ja, auf dem Bauernhof fehlen halt jetzt halt noch die Schweinezucht, die Schafzucht und die Pferdezucht. Das kommt alles viel später. Hier das Eisenbergwerk und die Eisenschmelze und die Kühlerei. Hier fehlt uns so eine Forsthütte. Hier fehlt uns noch so gut wie alles. Hier haben wir eigentlich bis jetzt nur die Bäckerei. Hier haben wir die Münzprägerei und die Metzgerei. Der Rest fehlt uns auch noch. Und das Lagerhaus. Haupt- und Spezialgebäude können wir noch nicht. Also da fallen die 3 Hauptkategoriegebäude drunter, die wir dann noch kennenlernen werden. Und die beiden Spezialgebäude, also einmal die Bauhütte und den Brunnen, den wir später auch brauchen werden. Und Prestigegebäude, das werden wir auch noch später kennenlernen, für was die gut sind. Wir haben ja bei Ramirez gesehen, dass er welche besitzt. Hier oben. Ein mittelgroßes Prestigeobjekt. 3 Stück. Noch eins. Noch eins. Da hat er sogar einen Brunnen. Und noch einen Brunnen. Und jede Menge mittelgroße Prestigeobjekte, ja. So, was sagt unsere Produktion? Wir brauchen noch 6 Gold hier. Also insgesamt 8, also noch 3 Gold. Ja, Fleisch wird wirklich gerade etwas knapp. Fisch übrigens auch. Das heißt, wir kommen mit dem Fisch, was wir gerade produzieren, gar nicht mehr richtig hinterher.
Ist aber halb so wild. Wir brauchen jetzt nur noch einen Musketier. Dafür brauchen wir nicht mehr viele Münzen. Ich meine, es ist lustig, wie sie da riesige Fische und so rumschleppen, während der da hier mit einem Kissen mit ein paar Münzen rumläuft. Und sich unser Baumeister fragt, wann darf ich mal wieder was bauen? Ja, und Leute mit mehreren Sachen tragen halt solche Rucksäcke auf dem Rücken. So wie sie hier. Sie hat zwei Goldmünzen. Deswegen trägt sie nicht nur ein Kissen. Sie hier trägt hingegen nur eine Fleischkeule. Ja, Details. So, ab dafür. Und da kommt unser letzter Musketier. So, und wer ja da ist, dann beginnen wir den Angriff auf Ramirez. Ja, man sieht außerdem hier, ich über die Abteilung fahre, einmal hier unten die Lebenspunkte und die Munitionsvorräte, aber auch ihre Kampfkraft. Also im Nahkampf haben Musketiere nur 1,1, während Pikiniere 1,8 haben. Das heißt, Musketiere sind im Nahkampf nutzlos. Fernkampf haben sie 1,5 und Belagerungskampf auch 1,5. Das heißt, Musketiere sind eher eine unterstützende Einheit als eine richtige Kampfeinheit. So, und mit dieser Armee greifen wir jetzt den Gegner an. So, der schießt natürlich zurück. Und zwar ziemlich Ouchie-mäßig. Das Gute ist, je weiter wir den Turm unterprügeln, umso weniger Schaden macht auf der Turm. Man sieht, wir haben schon drei Musketiere verloren. Jetzt schon den vierten. Mal gucken, ob wir auf 9 runtergehen. Aber ich denke mal nicht, weil jetzt ist die Kampfkraft des Turms so schwach geworden. Ja.
Ja, wir haben 5 Musketiere verloren. Ein bisschen Munition haben sie noch. Das wird also gerade noch so reichen, um Ramirez kleine Armee zu vernichten. Zumal einer unserer Musketiere ja auch recht angeschlagen ist. So, wir kämpfen jetzt in der Straßen der Stadt gegen Ramirez. Haben auch wieder einen Verlust hier nehmen müssen, weil es so eng war. Ja, und ich denke mal, damit haben wir auch Ramirez besiegt. Wir nehmen ihm jetzt seine Burg weg. Ganz langsam, aber sicher. Sieg. Hey. In Ramirez Goldmine. Treibt es nicht zu doll, Prinzessin! Obwohl ihr mich besiegt habt, wird euer Erfolg nur von kurzer Dauer sein. Spricht euer Gewissen oder euer gekränkter Stolz? Weder noch. Erhört die Kenntnis eurer Feinde. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance gegen den mächtigen Lord Wolverine oder seinen schwarzen Ritter Drakorian. Ihr wollt mich doch bloß einschüchtern. Ich versuche lediglich, euch zu warnen. Kehrt um! Tandrien wird nie euer sein. Ich habe keine Angst. Jetzt noch nicht, Prinzessin! Fantastisch. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Ja. Haben wieder 100 Münzen verdient und haben Ramirez endgültig besiegt. Das heißt, ab der nächsten Mission ein neuer Gegner. So, Kampagne fortsetzen. Ich würde dann aber sagen, bevor wir die nächste Mission starten, wird es erstmal Zeit für einen Cut. Aber erst laden wir fertig. Die nächste Mission ist Ora et Labora. Beschreibung Ochsenrad. Nahe der blühenden Ortschaft Ochsenrad ist eine antike Bibliothek gelegen. Seid auf der Hut. Raspun greift bereits danach, um mit ihrer Hilfe seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Wollt ihr dies verhindern, müsst ihr in Ochsenrad das Kirchenwesen errichten. Ja, das heißt, mit der nächsten Mission kommen wir endlich mal zu den interessanten Sachen, sage ich mal. Die ersten beiden Missionen hier jetzt waren eigentlich nur pure Grundlage. Also die erste Mission, wie baut man eine Siedlung auf? Die zweite Mission war, wie versorgt man die Siedlung richtig? Ab jetzt fangen dann die Spezialisierungsbäume, sage ich einfach mal, an. Also die drei Bäume, die drei Zweige, die uns zum Sieg führen werden in den späteren Missionen. Aber wie gesagt, das sehen wir dann in der nächsten Aufnahmesession erst. Weil es ist mal wieder soweit ein Cut. Es ist also mal soweit ein Cut zu machen, würde ich sagen. Also, bis gleich.